im Garten blühen bei uns die ersten Krokusse. Und zwar so kleine wilde Krokusse, die aus der Wiese kommen. Die Zwiebeln habe ich von meinem Papa geschenkt bekommen. Und das wollte ich ganz gern in meinem Perpetual Journal festlegen. Das ist so ein Festhalten. Das ist so ein ja, Skizzenbuch, wo ich jede Woche im Idealfall eine Pflanze rein zeichne. Also ich habe hier wirklich einen Platz für jede Woche und zeichne wirklich in jeder Woche nur eine Pflanze und dann, wenn das Jahr neu anfängt, fange ich wieder von vorn an, so lange und so viele Jahre, bis die ganzen Seiten gefüllt sind. Ich habe das noch nicht so lange, deshalb ist es auch noch nicht so gut bestückt. Und da kommt jetzt der Krokus rein und da möchte ich dich ein bisschen mitnehmen. Das ist ein Krokus, der schon ziemlich weit aufgeblüht ist und ich zeichne den von oben und beginne diesmal beim Stiel. Das ist wie so ein, nochmal so ein Blatt, was da rauskommt. Und zeichne mir erstmal so die grobe Form. Zeichne das diesmal nach einem Foto, weil ich die Blüten da nicht draußen abrupfen wollte und es draußen aber zu windig ist, um mich da hinzusetzen und zu zeichnen. Das ist jetzt erstmal die grobe Form und jetzt gehe ich ein bisschen mehr in die Details. Ich möchte das dann auch noch mit Farbe gestalten, deshalb markiere ich mir jetzt hier nur so ein bisschen die groben Formen. So, wie sind die Blütenblätter gefaltet? Wo verlaufen Schatten lang? Das ist von der echten Pflanze immer einfacher als vom Foto, wenn man dann besser sehen kann, wo verlaufen die Schatten, wie ist das Licht gerade. Okay. So, und jetzt beginne ich mit der Farbe. Ich habe hier meinen kleinen reduzierten Aquarellkasten. Und gebe da jetzt die Farbe rein. Ich fange mit einem Gelb an. An nur wenigen Stellen, wo das so rausleuchtet. Und gehe dann in das Orange rein. Und hier oben ist das so ein bisschen ausgefranst. Tupfe ich nur so ein bisschen mit dem Pinsel. Und versuche den Eindruck dieses Ausgefransten zu. Nächstes kümmere ich mich um die grünen Stellen oder die so ein bisschen grün sind, weil das ist ja nur so ein durchscheinendes Grün. Ich mische jetzt hier das dunklere Grün mit dem etwas helleren Grün, um die Blätter zu zeichnen oder zu färben. Die haben ja in der Mitte so einen weißen Streifen. Den lasse ich frei. Indem ich dann nur hier an der Seite
das Grün als Streifen hier mache. So ein bisschen undefiniert ist. Und jetzt brauche ich eigentlich für hier unten noch so ein bisschen, nicht so ein kräftiges Grün. Dann mische ich mir ein bisschen mehr Wasser rein und hoffe, dass ich das dann den Farbton treffe. So, jetzt ist es so ein bisschen ein helleres Grün. Und das ist erstmal antrocknen, weil die Farbe sich nochmal verändert, wenn sie trocken ist. Und jetzt mache ich mit diesem Violett weiter. Und da habe ich diese beiden Farben, die ich miteinander ein bisschen mischen werde. Versuche ich mir hier ein bisschen an der Seite auf eine weiße Fläche zu tun, damit ich besser sehe, was für einen Farbton ich gerade habe. So, mal gucken, ob mir das gelingt. Zuerst mache ich eine dünne Schicht von diesem Violett mit ganz viel Wasser und gehe dann für die dunkleren Stellen einfach nochmal drüber, wenn die Farbe trocken ist. Jetzt habe ich erstmal eine Grundlage gelegt und es ist dabei auch nicht wichtig, dass ich hier innerhalb der Linien bleibe oder ob ich da jetzt ein bisschen drüber komme. Und fange jetzt an, Schicht für Schicht mit meiner Farbe drüber zu gehen. Hier ist es ein bisschen dunkler und da ist es gut zu warten, bis die erste Schicht trocken ist. Deshalb fange ich jetzt hier an, wo ich zuerst war, weil da die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass es schon trocken ist. Und das ist jetzt einfach nur ein Beobachten, wo sind die dunkelsten Stellen, wo sind mitteldunkle Stellen und wo ist es dann heller. Hier ist so ein bisschen Verlauf drin. Ganz hinten die schattigste Stelle. Die darf jetzt wieder trocknen und dann kommt hier nochmal eine Schicht drüber. Hier sieht man, wenn ich nicht warte, bis es trocken ist, dass es die Farbe so verläuft. Das ist ein Effekt, den ich da eigentlich gar nicht haben möchte.
So, sehr viel mehr möchte ich da gar nicht machen jetzt, weil ich merke, dass ich auch mit dem Papier an die Grenzen komme. Das ist kein Aquarellpapier und ich muss sehr aufpassen, dass wie viel das auch wirklich aufnehmen kann und wie viele Schichten ich da übereinander zeichnen kann. Deshalb belasse ich es jetzt hierbei und setze dann, wenn es trocken ist, noch ein paar Akzente mit Bleistift, einfach damit ein bisschen Tiefe reinkommt, weil die fehlt mir jetzt hier noch. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich jetzt hier noch weitere Farbschichten drauf gebe, dass das dem nicht gut tut. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Grün in die Schatten rein. Und ansonsten denke ich, habe ich den Krokus in seiner Form so ein bisschen getroffen. Gesagt, ich zeichne jetzt hier noch so ein bisschen nochmal die Akzente nach. Bin vorsichtig, weil hier ist es noch recht feucht, da gehe ich nicht rein, aber hier, dass ich einfach nochmal so ein paar Linien setze, da wo die Blätter so ineinander verlaufen und die Definition so ein bisschen weggeht. Das Blatt hier unten gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh, hier ist noch zu feucht. Genau, und dann schreibe ich mir dran. Das mache ich gerne so. Und noch eine kleine Notiz. Erste wilde Krokusse im Garten entdeckt.